Hallo, ich bin André, technischer Außendienstmitarbeiter der Firma KS-Tools und möchte euch heute unser Bremsleitungsbürtelwerkzeug mit Fetthydraulik vorstellen. Der Inhalt dieses Werkzeugsatzes besteht aus dem Grundgerät, dem Fetthydraulikzylinder, dem Rohrabschneider, entsprechenden Spannbacken für 4, 75, 5 und 6 mm Bremsleitung. Wie ihr seht, können wir also verschiedene Durchmesser der Bremsleitung damit bürteln, ein Rohrbiegewerkzeug sowie einen Grader. Und die entsprechenden Druckstücke für SAE und DIN-Bürtelung sind Bestandteil dieses Satzes. Ich möchte jetzt mit euch die 4,75 mm Bremsleitung bürteln. Dazu verwende ich die entsprechenden Spannbacken. Diese haben zwei Verwendungsseiten, einmal für die DIN und einmal für die SAE-Bürtelung. Je nachdem, was ich bürteln will, wird die Seite zur Fetthydraulik, zur Seite der Fetthydraulik eingesetzt, die Bremsleitung in die Spannbacken geschoben, entsprechend etwas fixiert und auf der anderen Seite jetzt die Fetthydraulik mit dem dazu passenden Druckstück zu der 4,75 mm Leitung angesetzt. Wenn ich die Fetthydraulik bis zum Anschlag durchschraube, dann ist die Bremsleitung auch von der Länge her in den Spannbacken fixiert, sodass genau das Maß, was ich zur Bremsleitung bürteln benötige, eingestellt ist. Jetzt fixiere ich meine Spannbacken, sodass eine saubere Klemmung der Bremsleitung im Gerät stattfindet und kann über die Fetthydraulik, die also kraftunterstützend wirkt, die Bürtelung auch am Fahrzeug mit wenig Kraftaufwand durchführen. Bis zum Anschlag wird die Fetthydraulik jetzt gedreht und danach wieder entlastet. Und somit konnten wir am Fahrzeug eine schnelle und effektive Bürtelung durchführen.